Il Colosseo. Abominevole! Ich suche Pietro. Auf der Bühne, Signore. Einer meiner Männer führt euch hin. Nicht vergessen. Ich trage das schwarze Wams. Schützt mich und wartet, bis Pilatus nach dem Centurio ruft. Ich muss vor ihm zu Pietro gelangen. Ja, also Abgang, Bühne rechts. Unbemerkt ins Kolosseum eindringen, um den Schauspieler Pietro finden und retten, bevor er von Micheletto umgebracht wird. Niemanden außer den Schützen töten. Ja, super. Ah, da. Ja. Was? Wieso nur 50%? Ich hab sie doch alle eingesetzt. Vollspaten. Ist das wieder Kacke, ey. So, wo geht's jetzt lang? Da hoch müssen wir. Ah, wundervoll. Weil wir das ganze Kolosseum hier hochkraxeln. Nein! Warum hast du dich nicht festgehalten? Ich habe doch gar nichts losgelassen. Oh, ist das heute eine Fail-Aufnahme, ey. Das gibt's nicht. Also, ist ja richtig peinlich. Ja, unbemerkt auf die Spitze des Kolosseums kraxeln. Oh Mann, ey. Also heute habe ich echt keinen guten Tag. Lässt der Kollege da einfach los. Tja. Ich hätte ja auch einen Fallschirm benutzen können. Ich Torfkopf. Ah, was soll's. Bin ich schon das erste Mal vom Kolosseum gestürzt. Da habe ich schon einige andere Fälle gehabt, wo ich hier runtergepurzelt bin. Das habt ihr zum Glück nicht gesehen. So. Oh, genau. Immer schön nach oben und zack. So, jetzt sind wir ganz oben. Passt also. Da müssen wir hin. Aha. Ach du Heilige, sind hier Wachen. Niemanden außer den Schützen töten. Ja, das wird lustig. Mein Gott! Mein Gott! Warum hast du mich verlassen? Merda, welches Kreuz ist Pietros? Hört! Hört, wie er nach diesem Elia ruft, auf dass er ihm helfe! Wartet, und wir werden sehen, ob Elia sich herwagt oder nicht! Mich dürstet sehr! Mich dürstet sehr! Ja, du wirst nie mehr trinken! Okay, jetzt. Den Schützen eliminieren. Ja, erstmal den Schützen finden. Ah, da hinten. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen Gas geben hier.
Ich habe nämlich nicht viel Zeit. Halt, nein. Da unten, da ist er. Das bin ich mal der Erste, der. Da unten, da sehe ich mal den Ersten. So. Schütze 1. Wir werden sehen, wie du es siehst. Wenn Blut aus seinen Wunden fließt. Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Schütze 2. Ja, nimm den Speer und tu unverzagt, was dein Herr und Meister dir gesagt. Schütze 3. Die gute und längst überfällige Tat. Und Schütze 4. Was? Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht so. Ich hab den gekillt, bevor. Was ist das heute für eine Folge, ey? Alter! Ich raff's nicht. Was ist das heute für eine verdammte Fehlfolge? Ich pack's einfach nicht. Herren, ich sage euch, es war wahrlich Gottes Sohn. Ich weiß, es ist wahr. Ich weiß es, denn sein letzter Ausruf erfüllte die Prophezeiung und zeugte von wahrer Göttlichkeit. Centurio, so wie Gott mir Macht verlieh, machte er dich so dumm wie Vieh. Einmal. Wie du es siehst, wenn Blut aus seinen Wunden fließt. Wo ist der andere? Nun, Longinus, nimm den Speer zur Hand. Hey! Ja, nimm den Speer und tu unfett. Alter, diese Fail-Folgen heute, ey. Klappe. Spasti. Oh Mann, ist das peinlich. Es ist so peinlich, eh. Ich weiß es, denn sein letzter Ausruf erfüllte die Prophezeiung. Jetzt reicht's. Hier. Willst du einmal. Du machst halt eben auf die blöde Art. Wie ich es eigentlich nicht machen wollte. So dumm wie aber okay. Wir werden sehen, wie du es siehst, wenn Blut aus deinen Wunden fließt. Hopp, komm raus. Longinus, nimm den Speer zur Hand. Ja, nimm den Speer. 2. Oh oh. Was dein Herr und Meister dir gesagt. Die gute und längst. So, noch den letzten da hinten. Ich werde tun, was er mir gesagt. Doch ihr seid, der wird angeklagt. Nicht zu wissen, nicht vermag. An. Ob es böse ist oder gut. So, habe ich jetzt Leben genommen, ich Idiot? Oh, ich erkenne dich, des Himmels Herr. Auf der Hand und auf dem Speer fließen Blut und Wasser. Und meine Augen trügen nicht. Ich sehe beides, ganz gewiss. Herr, wo kommt dies ich Wasser Ich muss auf die Bühne. Ja. Oh je, und wehe mir. Ja, da war man schon drin in der Romulus-Burg da. Den Mann vor mir, vergebe mir, erschlug ich an seiner Stadt. Um Gnade, Herr, flehe ich nun. Denn ich war nicht, was ich tat. Jesus, oft hörte ich sie sagen, dass Blindheit durch. Den Borgia komme ich da so nicht. Oh, da komm mal rein. Ach, Herr Gott, was trieb euch an, ans Kreuz zu schlagen, diesen Mann? Geschmäht, der keine Schuld geladen. Denn wahrlich, Gottes Sohn ist er. Drum gebe meine Gruft dich her, auf dass er darin begraben, der König voller Gnaden. Herr Josef, ich bin sicher. Das ist Gottes eingeborener Sohn. Geht, fragt Pilatus nach der Leiche, auf dass er begraben wird.
Ich werde euch helfen, ihn angemessen beizusetzen. O Pilatus, hochverehrt, so ihr mögt, eine Bitte mir gewährt. Den Prophet, der heute starb, lasst mich legen in ein Grab. Aber nett. Hopp, latscht mal da weg. So, jetzt stehen wir schon mal richtig. Josef, stets bereit in gutem Glauben. Wenn der Centurio sagt, dass er tot ist, weise ich euch nicht ab. Centurio, ist Jesus tot? So, weg. Ihr könnt Pietro nicht retten. Er trank vergifteten Wein. Wie ich es Cesare versprach, ging ich doppelt sicher. Ich bin noch nicht tot. Ich kam nicht her, um euch zu töten. Der, durch den ein anderer Mann an die Macht kommt, ist seines Unterganges Schmied. Schneidet ihn ab. Das haben wir aber nicht geprobt. Haltet die Waffen fern. So, Intervention. Pietro aus dem Kolosseum und zum nächsten Doktor tragen, damit er nicht an dem Gift in seinem Blutkreislauf stirbt. Nicht schwimmen. Okay, ja, das nicht schwimmen, das betrifft sich jetzt nicht auf das. Das habe ich nämlich anfangs immer falsch gemacht. So, warte, wie kommt man hier aus dem Kapuzzo raus? Stopp die Wachen! Ja, da muss ich raus. Oh, wir haben Söldner auch noch hier. Ja, der Pietro, der verliert jetzt langsam, aber sicher ein bisschen Leben. Sehen wir ja. Ja, der Pietro, das ist doch der, den wir gesehen haben, als wir das erste Mal in der Engelsburg waren. Wer seid ihr? Euer Retter. Aua! Hopp! Machen weg! So. Ist jetzt Ruhe! Danke! Ah, nein, der Pietro, der verreckt gleich. Oh. So, jetzt schnell machen, bevor mir hier der Pietro hier krepiert. Stopp die Wachen! Ja. Stopp die blöden Wachen. Wenn wir jetzt mal hier diesen Pietro retten können. Da hinten sind wieder Borgias. En masse. Und ach Gott. Und der krepiert mir hier gleich. Jetzt verschwindet doch mal, ihr Affen. Wer seid ihr? Euer Retter. Man hat ihn vergiftet. Diese Blässe. Cantarella. Trinkt dies. Schnell! Wartet einen Moment. Es geht mir etwas besser. Ein Atlas wird euch bald heilen. Ich kann euch nicht genug danken, ich... Den Schlüssel zur Engelsburg. Los! Wovon redet ihr denn? Ich bin doch nur ein Schauspieler. Cesare weiß von euch und Lucrezia. Hier. Halt! Wartet auf uns! Wir hielten euch für tot, Herr Ezio. Noch nicht. Wohin führt dieser Weg? Nach Norden, vor die Mauern. Lasst mich durch! Ich muss den Truppen helfen! Du!
Un momento! Ihr wart bei der Villa Auditore während des Angriffs. Du kleiner Fisch. Alter. Ich habe keine Zeit für euch. Ich muss den Kasperkopter auf Hinne erjagen. Den krieg ich auch. Jetzt. Ah, nein! Ihr Säcke. Verschwindet. Ich hab keine Zeit für euch. Huscht euch. Gibt's meine Assassinen auf dem Sack. Nein, Doktor, du stehst im Weg. Steht der Doktor da im Weg? So, Freund, jetzt. Gleich hab ich dich. Komm her. Warum floht ihr? Ich... Ihr seid der Verräter, nicht Machiavelli. Lang leben die Borgia! Merda. Ich hatte recht. Ich muss La Volpe aufhalten, bevor er Machiavelli erreicht. Na toll. Hotti! Wir haben eine Minute. Ach du Scheiße. Und dann auch nicht schwimmen. Das wird eng. Hi, hi! Das wird eng, sag ich euch. Und schwimmen darf ich nicht. Ach, Mann. Immer dieser Zeitdruck hier. Komm ich da so rüber, ohne nass zu werden? Ah, natürlich nicht. Nein, nein, nein. Gott, mach schneller. Ja, geht mal alle aus dem Weg hier. 20 Sekunden haben wir noch. Boah, das wird ich. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird eine knappe Kiste. Ich habe den Verräter entdeckt. Was? Einer der unseren. Er half beim Angriff auf die Villa. Hier, er trug diesen Brief. Mein Gott. Gute Nachrichten. Besser als ihr ahnt. Wieder stehe ich in eurer Schuld, Ezio. Welche Schuld gibt es zwischen Freunden, die einander vertrauen? Ja. Danke, dass ihr mich rechtzeitig informiert habt. Kommt, Niccolo. Wir haben viel zu lange nicht geredet. Ich hörte, das Passionsspiel im Kolosseum nahm eine unerwartete Wendung. Wirklich? Anscheinend ist Jesu diesmal 3 Tage früher auferstanden. Boah, gerade noch mal rechtzeitig. Das war knapp, ey. So, warte, wir wollten ja noch die Assassinenzeremonie. Da war ja noch was. Aber neue Sachen beim Schmied gibt's leider auch noch nicht. Oh, warte mal. Bank, 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 Bank. Ich bin wieder blank. Also muss ich zur Bank. Nein, nicht Investitionen. Ach, falscher Knopf. Hopp, nochmal. Ich bin wieder viel zu hippel und kribbelig heute. Ich weiß, was los ist. So, jetzt. Hey, der Witzka. So, Umschalt drücken. Volpe, wie geht's in Roma? Sehr gut, Ezio. Die französischen und päpstlichen Truppen sind in Aufruhr. Dann ist es fast soweit. Ruft die Assassinen zusammen und holt Claudia. Sogleich? Ja. La ashaya vakin mudlak bel kulun mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkeln, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Claudia,
Wir widmen unser Leben dem Schutz von Freiheit und Menschlichkeit. Mario, unser Vater und unsere Brüder standen einst an diesem Feuer, um das Dunkel zu besiegen. Jetzt gebe ich dir die Wahl. Trete bei. Ihr und ich, wir waren uns in vielen Dingen nicht einig. Niccolò! Aber ihr seid genau das, was der Orden brauchte. Ihr habt den Angriff auf die Templer geführt und die Bruderschaft neu aufgestellt. Nun muss Ezio den Platz einnehmen, der ihm zusteht. Als Anführer der Assassinen. Ezio, Auditore da Firenze. Von heute an seid ihr Il Mentore, der Hüter des Ordens und seiner Geheimnisse. Wo andere blindlings der Wahrheit folgen, bedenkend nichts ist wahr. Wo andere begrenzt sind von Moral oder Gesetz, bedenkend alles ist erlaubt. Warum dieser schnelle Sinneswandel? Ich war stets auf eurer Seite. Ich war es, der euch nach Roma brachte und der die Explosion verursachte, als ihr aus der Burg floht. Die Mercenari, die euch im Kolosseum beschützten, waren auch meine. Nur, dass ihr es nicht wusstet. Maestro Machiavelli! Cesare kehrt allein nach Roma zurück! Und er reitet zur Engelsburg! Grazie. Nun? Es ist eure Entscheidung, nicht meine. Niccolò, hört bloß nicht auf zu sagen, was ihr denkt. Warum sonst sollte ich nach der Meinung meines besten Beraters fragen? Dann tötet sie, Mentore. Vollendet euer Werk. Ein guter Rat. Eines Tages schreibe ich ein Buch über euch. Tut ihr das? Fasst euch kurz. Checkpoint erreicht. Aufstieg 100%. So, deine Schwesterchen auch, eine Assassinin jetzt. Erinnerung synchronisiert, Sequenz 7 beendet. Erfolg, Blutsonntag. Was ein Zufall. Ich nehme ja heute hier auch an einem Sonntag auf. Sequenz 8, die Borgia. So, wunderbar. Ich will jetzt noch zum Schmied runter. Ja, neue Gegenstände beim Schmied freigeschaltet. Na, also. Ich habe wundersame Waffen und exakt gearbeitete Rüstungen für euch. Ja, dann gib mal her. Erstmal alles reparieren. Kostet ja eh immer dasselbe. 426 Florin. So, jetzt Rüstung. Jetzt müssten wir eigentlich die letzten, die Stiefel. Ja. Stolzer Preis, 10.200. Passt. So, neuer Gegenstand, Hammer. Die Armschützer nehmen wir noch mit. Wunderbar. Gut, dann haben wir alles im Besitz. So, wie sieht's mit Waffen aus? Mailänder Schwert, Streithammer des Heerführers. Alles mitnehmen, was wir haben. Da will ich nämlich nochmal schnell was gucken. Mailänder Schwert, das will ich noch haben. So, haben wir noch irgendwas? Bereits im Besitz. Geschäftsauftrag. Dafür brauchen wir noch die Münzen vom Flat, dem Fehler. Das Hammer. Ansonsten haben wir alles. Kleine Waffen. Da haben wir auch, soweit es geht. Munition brauche ich noch. Armbrustbolzen. Das muss auch unbedingt mal sein. Und ansonsten, ja, Geschäftsauftrag. 3 Münzen brauchen wir noch. Bitte sehr, Herr. Empfehlt mich euren Freunden. Haha, geile Sache. So, jetzt
Jetzt will ich noch mal kurz da unten gedönst da mal rein. Gedings gebumst. Ey, steht den Weg rum, Alter. Vielleicht hole ich mal noch einen neuen Umhang mal wieder. So, und zack. Plopp. Leia Shea Wakan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen. Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Wunderbar. Dann hätte man das jetzt auch. Gemälde, fehlt nur noch eins. Wir wissen ja wahrscheinlich jetzt schon, wer da auf diesem Gemälde hier hängt. Wenn hier der eine Borgia hängt, da hinten hängt eine Borgia, da ist der Baron. Oh. Micheletto. Den haben wir doch leben gelassen. Warum ist der dann hier? Der Baron de Volvois. Und da fehlt nur noch einer. Und dann haben wir das auch. So, was haben wir noch? Kriegsmaschinen. Wir haben das Fluggerät. Wir haben das Maschinengewehr. Oh, der Panzer. Mein Lieblingsding. So, und das Schiff haben wir. Also Leonardos Maschinen haben wir fertig. So, was haben wir hier? Hier haben wir die römische Rüstung. Genau. Das haben wir. Hier haben wir die Panzerplatten. Genau. Die haben wir auch fertig. Wunderbar. Hier hinten haben wir dann die Rondellrüstung. Genau. Die haben wir auch fertig. Und das ist das, was wir jetzt tragen. Die Säusenhofrüstung. Und hier kommt dann die Rüstung vom Romulus dann dahin. Und die holen wir uns dann auch dann noch. Dafür brauchen wir aber noch den letzten, Romulus-Tempel, den wir noch machen müssen. Wie sieht es denn waffentechnisch aus? Ich will mich nur mal kurz hier umgucken. Federn haben wir ja auch schon alle gemacht. So, mal gucken. Ja, hier fehlt noch was. Hier Hämmer, das Hämmer. Und das da fehlt noch. Okay, also eine Waffe fehlt noch. Hier fehlt auch noch was. Das Stocco. Das Spadone. Aber da oben fehlt noch was. Da muss ich mal gucken, wo wir das dann herkriegen. Kolben dürften wir, denke ich, jetzt alle haben. Ja. Streithammer des Söldners. Kavalleriestreitkolben. Luzerner Reiterhammer. Heerführer des Heerführer Streitkolben. Ich kann heute wieder sehr gut lesen. Und Streithammer des Heerführers. Sehr schön. Okay, Kolben haben wir also hier, denke ich mal, voll. Ja, hier fehlen noch zwei. Römisches Langschwert, venezialischer Malkus und die Schiavona. Ist sie besser als das, was ich habe? Ne? Ich bin besser im Tempo. Gut. Aber hier fehlen auch noch zwei. Was haben wir hier noch? Ja, hier haben wir auch alles. Normales Schwert, sizilianischer Degen, Offiziersschwert, altsyrisches Schwert und Mailänder Schwert. Alles klar, hier haben wir alles. Dolche fehlen, glaube ich, auch. Daher fehlt noch einer. Und da fehlt noch einer. Also Dolche fehlen auch noch zwei. Also uns fehlen jetzt noch hier zwei Schwerter. Und zwei Dolche fehlen. Und halt eben noch das vom Vlad, dem Fehler. Das fehlt uns dann auch noch. Und noch so eine Axt fehlt uns noch. Also zwei schwere Waffen fehlen uns noch. Zwei Schwerter und zwei Dolche. Alles klar. Gut, Knut. Dann würde ich mal sagen, ich gehe jetzt mal raus.
mach mal hier Schluss. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge oder in meiner nächsten Aufnahmesession werde ich mal da oben dann... Ja, hier ist das letzte Romulus-Gedöns. Da gehen wir dann hin. Würde ich mal sagen, dann machen wir beim nächsten Mal die Romulus-Rüstung. Aber erstmal die Christina-Erinnerung. Offscreen könnte ich vielleicht hier noch die Auftragsattentate machen. Und wenn ich jetzt die Engelsburg frei habe, könnte ich mir auch hier die Kisten und die Banner holen. Und werde mir dann wahrscheinlich auch noch hier die restlichen Wahrzeichen kaufen, dass die dann auch weg sind. Wäre vielleicht nochmal in die Romulus-Festungen gehen. Und werde mal gucken, ob ich da noch irgendwelche Banner und Schatzkisten übersehen habe. Auftragsattentate mache ich dann noch offscreen. Und wie gesagt, bei der nächsten Aufnahme machen wir die Christina-Erinnerung, die Romulus-Rüstung und gehen dann mit der Hauptmission weiter. Ich denke, ja, so werden wir es tun. Dann soll es jetzt das mal gewesen sein. Entschuldigung für die ich habe es jetzt wahrscheinlich so geschnitten, ja, dass ich jetzt in dieser einen Aufnahmefolge, ich habe jetzt schon, auf meiner Uhr steht jetzt schon über eine Stunde. Ich denke mal, ich habe jetzt so 2-3 Parts rausgeschnitten aus dieser einen Stunde, die ich jetzt hier habe. Und ich muss mich entschuldigen für die Fail-Parts. Ich habe auch keinen blassen Dunst, warum ich da jetzt wirklich heute so mies drauf war. Warum da nichts geklappt hat. Deshalb tut es mir ehrlich leid. Aber man kann nicht immer gute Tage haben. So, genug gelabert. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche euch was und sage Adios.